Servus, grüß euch und hallo. Willkommen zurück zu Endless Space 2. Letztes Mal hat es ein kleines Problem im Speicherstand gegeben. Jetzt habe ich vom Autosave weiterspielen müssen. War bloß eine Runde, die ich natürlich einiges gemacht habe. Aber ich habe das jetzt nochmal im Offscreen gemacht, die ganzen Schiffe erstellt. Haben jetzt ein paar andere Namen, aber ich habe es genauso erstellt wie im letzten Teil. Und ja, wo sind wir hängen geblieben? Also wir haben unseren Held hier auf diese Flotte zugewiesen. Wir haben hier die ältere Flotte, die noch mit einer Fregatte und einer Patrouille ist, zurückgezogen nach Ash. Und hier wird jetzt das Transportsystem gebaut und dann bauen wir hier noch ein paar Fregatten und vielleicht auch diese Angriffskorvetten und schicken die dann hier nach oben. Ich glaube, nach Hydrus, um hier den Planeten zu kolonisieren. Oder? Der hier war es, genau, Hydrus 1. Weil wir hier spezielle Ressourcen haben und uns dann hier das hier ein bisschen sichern, das Gebiet. Genau, das ist so jetzt der Plan für diese Folge. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Ich habe jetzt auch mal eine Drohne nochmal nach oben geschickt, um hier ein bisschen die Sache auszukundschaften. Schauen wir mal. Beenden wir mal den Zug. Oh, wir haben noch eine Bauliste, die leer ist. Ja, da ist eh klar. Stimmt. Bella ist ja noch zu einer Kolonie geworden, deswegen als erstes mal das Drohnennetzwerk. Oh, und Forschung haben wir auch noch nicht. Schau hin. Was haben wir uns denn da entschieden gehabt? Ich glaube, für die... mehrstängige Verwaltung. Die mehrstängige Verwaltung, um der Geschwindigkeit und der Komplexität einer Wirtschaft Herr zu werden, die nach dem Sternenstrip, braucht ein neuer Verwaltungsprozess. Bei einem dieser Prozesse arbeiten mehrere Fachleute parallel an denselben Logistik- und Beschaffungsaufgaben, wodurch sie mehrere gleiche laufende Probleme in Echtzeit lösen können. Braucht 548 Forschungspunkte, drückt leider den Pazifisten ein bisschen was, aber wir kriegen dadurch mehr Dust. Und das schadet ja nie. Also, bekommen wir das, wenn wir die passenden Gebäude bauen. Okay. Die Bauliste haben wir geklärt. Zu beenden. Bau abgeschlossen vom Transport Netzwerk. Dann haben wir gesagt, wir bauen. Hier habe ich jetzt die Korvette Offensiv genannt. Bauen wir doch eine Korvette Offensiv und einen Schrottsammler und eben einen Siedler. Es dauert jetzt eine Zeit, bis das erledigt ist. Was haben wir hier? Politische Umfrage. Ihr seht, die Militaristen sind jetzt stark im Kommen. Einfach aus dem Grund, weil wir natürlich viele Kriegsschiffe gebaut haben. 56% und die Industrialisten nur noch bei 18%. Also da wird sich in der Regierung einiges ändern. Und hier kommt jetzt der Tipp. Essentielle Wahrheit. Möchtest du nicht mal auch das sehen, was sich jenseits der Realität befindet? Die Essenz der Dinge kennen? Mit der Scan-Ansicht ist genau das möglich. In der Galaxie-Ansicht hast du je nach Zugriff auf verschiedene Takte des Scans. Klicke auf die Registerkarte Scan-Ansicht oben im Bild oder drücke die Leertaste, um sie anzuzeigen. Wow, was sehen wir jetzt hier eigentlich alles? Wow. Nochmal gucken. Nahrung, Industrie, Wirtschaft, Dust, Einfluss. Hauptsitz. Die Handelsrouten. Okay, wir haben noch kein Handelsnetzwerk. Diplomatische Beziehungen verbündet haben wir auch noch nicht. Gehen wir mal näher rein. Winde. Verteidigung. Sie produzieren hier 43. Dust. 56 Einfluss, 80 Nahrung
96 Forschung und 163 Produktion. Und hier sieht man das nochmal verteilt auf die verschiedenen Planeten. Hier sieht man die Heldeneffizienz. Okay, cool für Statistiker. Am Ende das Planet. Ja, für Statistiker auf jeden Fall eine sehr interessante Ansicht. Aber uns interessiert jetzt erstmal, dass wir unser Imperium ausbreiten können. Und wir haben schon wieder die Wahl. Ja. Ich unterstütze jetzt einfach weiterhin die Industriellen, es werden eh die Militaristen, aber ist ja egal. Wir könnten das jetzt einschüchtern, wollen wir jetzt nicht. Jetzt haben wir ja schon drei Systeme. Insgesamt gibt es jetzt schon 12 Vertreter. Die Wahlergebnis wurde kein neues Gesetz verfügbar und ja, die Industriellen sind weiterhin mit den Militaristen an der Macht. Ui, hat sich einiges getan. Neue Bevölkerungsansammlungsbonus. Du hast den neuen Bevölkerungsansammlungsbonus freigeschaltet. Ah, okay, wir haben jetzt 10 von den Vereinigten Imperiumsleuten. Die bringen jetzt welchen Bonus? Plus 1 Einfluss. Das gibt es bei 20, plus 15%. Und hier haben wir dann minus 20% kulturelle Umwandlungskosten für das System, für das Imperium. Okay. Hier schon haben wir erst 2. Da dauert es noch lang. Bis wir 10 bekommen. Okay. Gut. Dann. Gezwungenes Gesetz aktiviert. Das Gesetz Paradies für Hurra-Patrioten wurde in deinem Imperium aktiviert. Da müssen wir doch mal auf die Gesetze schauen. Kostenlose Kriegserklärungen, okay. Und wir haben, unsere Bevölkerung ist glücklicher bei Kriegen. Und Staub. Statt der Rostgesetz haben wir immer noch. Okay. Also es hat nicht viel geändert. Bevölkerung haben wir hinzugewonnen. Das Gesetz ist wieder abgeschafft worden. Und Dunkelfilter wird gekauft. Wir haben immer noch keinen Markt. Schiffe haben aktuell keine, die wo bewegt werden müssen. Wir haben Bevölkerung wieder hinzugewonnen in Hischer. Neue Heldenstufe. Eine neue Fertigkeit. Schauen wir mal. Können jetzt hier noch weiter ausbauen. Oder? Transforme Leistung. Mehr Zufriedenheit fürs System. Mehr Kapazität der
Einheiten fürs Imperium. Mehr Einfluss fürs Imperium. Mehr Forschung. Mehr Produktion. Oh, schwierig. Eigentlich würde ich euch gerne auf Forschung gehen. Das machen wir auch. Ach, habe ich hier auch die Kima, die Siedler in Auftrag gegeben? Hier auch, oder? Dann tun wir hier die zwei löschen und bauen hier nur zwei Fregatten. Okay, jetzt haben wir die mehrstängige Verwaltung. Wir bekommen den intergalaktischen Supermarkt, mehr Daspo-System und beschleunigte Produktion. Jetzt können wir beliebige Sachen in der Liste sofort kaufen. Die Chakran haben was erreicht. Hat eine legendäre Tat vollbracht, damit ist sie für dich unerreichbar. Erforscher der Welten. Okay. Quest. Herr des Krieges. In den dicht besiedelten urbanen Zentren des Imperiums gab es schon immer Schwarzmärkte. Solange sie überwacht und kontrolliert werden, sind sie auch durchaus von Nutzen. Kriminelle Elemente können beschäftigt werden, versteckte Steuern können heimlich einkassiert werden und nützliche Schmugglerwaren kann ihren Weg in die Nation und in die Häuser des Herrschers finden. Schwarzmärkte, auf denen illegal mit Waffen gehandelt wird, sind jedoch ein Problem. Ganz besonders dann, wenn sie eines der feindseligen Bevölkerung ermöglichen, die effizienten Waffen des Imperiums in ihrer Hände, Tentakel oder andere Extremitäten zu bekommen. Die traurige Wahrheit ist, dass einige deiner verdeckten Sicherheitstruppen überzeugte Beweise finden konnten, dass ein Waffenschmugglerring in drei deiner Systeme agiert. Es wird vermutlich angeführt von Herzog Gollitz Neffen, dem schwarzen Schaf der Familie mit einem kriminellen Hintergrund. Was wirst du tun? Wir können die Schmuggler entweder ausheben, eure Helden über den Marktplatz oder die Akademie anbringen, dann einen Helden auf die erforderliche Stufe, indem du ihn in einem System oder eine Flotte zuweist. Die Quest ist fehlgeschlagen, wenn keine Bevölkerung des Feindes mehr vorhanden ist oder du eins der Systeme verlierst. Erwichtige Gebäude zum Steigern der Bevölkerungsstimmigkeit. Vermeide die Überbevölkerung und trifft politische Entscheidungen, die den politischen Ansichten deiner Bevölkerung entsprechen, um die Zustimmung zu steigern. Wow. Das müssen wir fast jedes machen. Du stattest Herzog Gewolz einen Besuch ab und erklärst ihm unmissverständlich, was auf dem Spiel steht. Aber dass diese kleine Unternehmung dir helfen kann, Unruhe in den Reihen deiner Feinde zu stiften. Du musst nur dafür sorgen, dass die Bevölkerung vor Ort zufrieden bleibt. Okay, wie ist der Bevölkerung? Hier sind wir bei 75. 63. 58, okay, hier müssen sie noch zufriedener werden, aber gut, gibt es ja auch noch nicht so lange die Kolonie. Das Ereignis Gedankenspiel und seine Effekte sind nun beendet. 100% Erfahrung für Helden im System Ash. Okay. Oh, wir müssen mal noch in die Forschung weitergehen.
Markt, den eröffnen wir jetzt mal, weil mich das selber interessiert, was man da alles machen kann. Neues Ereignis, verärgerte Forscher. Offenbar ist ein intergalaktischer Wissenschaftskongress zu einem Arbeitskampf ausgeartet. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass ihre Arbeit deutlich zu wenig geschätzt wird und jetzt planen sie, alle Experimente einzustellen, die sie bisher bessere Gehälter, moderne Ausrüstung und professionelle Medienberichterstattung erhalten. Wow, minus 20 Dusts für 15 Runden. Aber sie erhöht meine wissenschaftliche Illusologie und wir bekommen mehr Forschung. Ja, das machen wir auch. Okay, boah. Also hier bin ich noch ein bisschen schlecht. Also diese ganzen Ziele zu erreichen, die sind glaube ich auch in diesem Forschungs... hier. Das hier, oder? Erbauer der Wunder. Erreiche als erster dabei einzigartig Sterbensystem Verbesserung in deinem Imperium. Was haben wir hier oben? Das ist schon weg. Erforscher der Welten. Ziel fehlgeschlagen. Ist auch schon weg. Hier gibt es scheinbar keins. Das ist das einzige, das noch verweist. Okay. Was bauen wir jetzt hier? Hier gehen wir jetzt mal auf Dust. Nein, das brauchen wir jetzt, nachdem wir minus 53 Dust haben. Wow, da 9 Runden. Molek. Die Kimo werden noch zwei Fregatten gebaut. Gut. Jetzt müssen wir uns das erstmal um die Flotten kümmern. Wir brauchen hier. Können wir jetzt die hier. Oh, wir haben welche. Na, diese Schakmann, die wollen wir nicht angreifen. Ah, okay. Wir wollen jetzt die hier. Nee, das wollen wir nicht. Wie funktioniert jetzt das? So verschieben geht nicht, oder? Doch. So. Jetzt haben wir hier eine Flotte. Jetzt hier mal losschicken. Und die zweite gleich hinterher. Schneller. Das ist nicht gut. Siedler hat Bewegung 5. Tatsache. Sie haben eine Bewegung 2. Okay. Wir haben eine neue Bevölkerung dazu bekommen, sehr gut. Ah, hier müssen wir noch was bauen. Forschung und Dustproduktion, ganz wichtig hier.
Wir haben die nächste Forschung errungen. Jetzt haben wir unseren Markt. Steppenkolonisation, Savannen, trockene Planeten. Gehen wir mal ein bisschen mehr auf Forschung. Savannen. Ödlandkolonisierung. Das machen wir als Stufe 2. Die diplomatische Beziehung zu den Pilgern geändert. Neutral und sie sind höflich. Okay. Stufenaufstieg. Glückwunsch. Du kannst jetzt die Stufe deiner Systeme steigern. Wenn das System eine neue Stufe erreicht hat, werden zusätzliche Bevölkerungsplätze auf deinen Planeten freigeschaltet und die Produktion verbessert. Öffne den Wirtschaftsbildern der Steuerungsleiste, um mehr zu erfahren. Klicke auf die Registerkarte Handel und Ressourcen, die sie noch nicht ausgewählt ist, um die Stufe deiner Systeme zu steigern. Musst du zuerst ein Systementwicklungsprojekt einstellen, das jedes System nutzen kann. Klicke auf Erstkontakt Siedlung, um dieses Systementwicklungsprojekt zu erstellen. Das von dir erstellte Systementwicklungsprojekt nutzt eine der bereits von dir entdeckten Luxusressourcen. Du kannst frei wählen, welche du davon nutzen möchtest, denn jede von ihnen hat eine andere Auswirkung. Bloß wähle eine Luxusressource aus. Superknollen. Okay, plus 10% Sofortkaufnachlass. Zurücksetzen. Jetzt werden wir das auswählen. Plus 200 Kapazität für Systeme. Ja, das könnte in Kriegszeiten eigentlich interessant sein. Mit dem Sofortkaufen. Nehmen wir mal das. Okay, wir bräuchten aber 25 Stück davon. Willst du es wieder ändern? Nö. Kargavus hat neue Bevölkerung hinzugewonnen. Fregatte ist fertig. Ah, Wirtschaft und Handel. Technologiestufe freigeschaltet. Mal hier irgendwas auf dem Markt. Jetzt haben wir hier den Markt. Titan kann man kaufen. Antimaterium kann man kaufen. Die Superknollen bräuchten auf jeden Fall mehr. Die könnten wir jetzt verkaufen. Wollen wir aber nicht. Strategie. Titan können wir auch verkaufen. Da können wir jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt schon einiges gesammelt, können wir jetzt 20 verkaufen. Bringen uns ein bisschen durch unsere Dust. Minuszone.
Okay. Ja. Jetzt müssen wir das erste Mal unser Schiffchen weiter bewegen. Auf jeden Fall können wir dich nicht vorschicken, weil die brauchen ein bisschen länger. Du kriegst jetzt hier noch eine Fregatte als als Schutz. Wir warten jetzt einfach mal, bis der Rest der Flotte nachkommt. In der Forschung geht es jetzt natürlich super schnell. Fällt mir. Oh! Drei Shuttles haben wir, haben unseren Helden dabei und drei Fregatten. Das schauen wir uns jetzt mal wieder an, würde ich sagen. Und unsere Fregatten sind ja jetzt, glaube ich, eher auf Long ausgelegt. Also nicht mehr Turtle, sondern eher hinten bleiben. Kämpfen. Aber das bringt eigentlich jetzt wieder nur Schilderposition. Wir haben ja keine Schilde. Wir haben ja hauptsächlich Panzerung. Kommen Sie, die Reaver. Blöden Piraten. Türme werden ausgefahren. Okay, die schauen schon sehr mitgenommen aus. Das eine ist schon fast tot. Wird fast zerstört. Unseren geht's noch ziemlich gut. Ich hoffe, dass wir keins verlieren. Und alle zerstört. Super. Kein Schiff verloren. Ich hoffe, einiges an Erfahrung hinzugewonnen. 15, um genau zu sein. Nein, die Fregatte ist ein bisschen zerstört. Ja, cool. So. Wir haben eine neue Bevölkerung hinzubekommen und die Forschung. Abgeschlossen. Xenologie ist jetzt unser nächster Punkt. So, Flottenbewegungen. Oleg, waren die so lang? Was, welches Schiff ist denn da so langsam? Die Offensivkorvetten sind so langsam. Oh Mann! Die haben nur zwei. Alle Unterschotzsammler ist auch so langsam. Okay, dann bleiben die zwei da und wir fliegen den anderen zwei weiter, würde ich sagen.
So, mein Territorium ist dir aufgefallen, dass sich um deine Systeme ein Einflussbereich befindet, der stetig wächst. Einfach gesagt, ist dies dein Territorium, in das andere Imperien nicht eindringen dürfen, wenn sie keine Feinde oder Verbündete sind. Je mehr Einfluss dein System seit Beginn des Spieles angesammelt hat, desto größer ist dieser Bereich. Habe ich mir fast gedacht. Preise für Luxusressourcen steigen. Okay. Und jetzt bewegen wir mal die Flotte weiter. Jetzt müssen wir hier mal umswitchen. Die Frequente und die Patrouille hier hin. Und dann könnt ihr schön weiterfliegen. Die anderen bleiben da. Oh, die sind ewig langsam. Ihr geht hier auf den Bewachungsmodus. Ja, liebe Leute, und wir sind schon wieder bei 32, knapp 32 Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen hier wieder einen Break. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und Tipps sind wie üblich gern gesehen. Schreibt es mir in die Kommentare. Fit euch, Servus, euer Dr. Bü.